Hallo, ihr Träumbegleiter des Nordmanns und der CCB. Ich grüße euch, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Der Nordmann ist ein bisschen unter Druck, umschulungstechnisch und so weiter, aber wir sind bei euch, die CCB ist bei euch, der Nordmann ist bei euch. In den Facebook-Gruppen, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ja, also wenn Fragen sind, Facebook-Gruppe, zack. Cloud Chaser Brotherhood Feed the Nordman Bar. Da findet ihr uns. Aber heute komme ich jetzt mit dem Video zu euch, weil wir in diesem Video jetzt ein bisschen mehr machen wie sonst. Es wird so ein kleines Gimmick, ja? Weil wir werden jetzt heute in diesem Video eine Coil bauen. Ja? Es wird wohl auf eine Space Coil hinauslaufen. Space Coil, da hat man, sag ich mal, Abstände zwischen den Windungen, ja, die kann man sich selbst, sag ich mal, entscheiden, da gibt es kein Maß für, ja, also da kann man wirklich selber sagen, ob da jetzt, was weiß ich, Millimeter, 2 Millimeter, 3 Millimeter, also das ist wirklich wurscht, sollte natürlich, naja, nicht so eine Feder sein an Coil, ist ja logisch, soll ja auf den Verdampfer passen. Diese Coil bauen wir in den Droll V2 Tröpfler und mit diesem Droll V2 Tröpfler, den ich euch dann währenddessen oder davor kurz vorstelle, wir werden dann die Coil wickeln, werden die Coil zusammen in den Droll einbauen. Dann kommt das nächste Gimmick an dieser ganzen Geschichte. Der Nordmann hat sich ein neues Liquid gekauft, beziehungsweise ein Aroma, das hat er getestet oder angemischt. Das ist von Capella diesmal, Glazed Donut. Ja, also soll ein glasierter Donut sein oder ein Donut nur mit diesem Puderzucker. Also ich bin echt gespannt. Also riechen, duften und Handtest exakt, also schmeckt wie ein Donut, ist echt der Wahnsinn. Jetzt weiß ich, was mir fehlt, mein Kaffee. Den hole ich mir gleich. So, also halten wir fest. Ich stelle euch vor den Droll V2 Tröpfler. Wir machen dort eine Space Coil drauf. Space Coil auch auf dem Sinne, weil ich möchte den Droll dann gerne auf meiner Tube benutzen. Und da kommen wir dann zu dem nächsten. Die Tube wird dann nochmal ein Teil vom Video sein. Wie wir das mit dem Akku und der, na, mit dem Widerstand des Drahtes, wie man da eins wird bei dem mechanischen Dampfen. Es ist gar nicht so schwer. Es gibt zwei, drei Details, die sollte man sich im Auge behalten, und es gibt auch eine kleine Rechnung oder Rechenformel, sag ich mal, was den Ohmwiderstand, die Wicklung zum Akku beim mechanischen Dampfen betrifft. Also, ich stelle euch den Droll V2 vor. Wir hauen eine Wicklung drauf, wir wattieren ihn, wir probieren das Capella Liquid, was ich hier angemischt habe und so weiter. Ich werde euch was zur Akkusicherheit in meiner Tube dann, währenddem ich das alles mache, euch dann erläutern. Diese kleine Rechenformel, die ich jetzt eben schon angesprochen habe, werde ich euch auch am Ende des Videos dran setzen. Ja, ich weiß nicht, wie lange das Bild da sein wird, aber man kann sich ja immer hin und her zappen. Aber das ist wirklich nicht viel. Ja? Und man geht immer von einem vollgeladenen Akku aus. Ja? Ein vollgeladener Akku hat 3,7 Volt. Ja, also 3,5 bis 3,7, sowas in dem tendenziellen, ja. Und wenn wir die teilen, diese Voltzahl, durch unsere Ohmzahl der Wicklung, erhalten wir unseren Schutzampere. Laut Taschenrechner. Und wenn wir diesen Schutzampere dann wiederum mal unsere Voltzahl nehmen, wissen wir, wie viel Watt bei uns rauskommt aus der Tube. Oder bei mechanischen Geräten, die man benutzt. Man muss halt natürlich dann nur darauf achten, wenn man eine Tube hat, hat man einen Akku, ne? Logisch. Wenn man eine, zum Beispiel Noisy Cricket hat, hat man zwei Akkus parallel. Da verdoppelt sich das Ganze. Ja, da rechnet man nicht mit 3,7, da rechnet man mit 7,4, ne? Volt.
Aber selbst wenn ihr da noch näher was zu wissen wollt oder sowas, schreibt es mir in die Kommentare. Machen wir darüber auch nochmal ein extra Video. Das ist absolut kein Problem. Aber ich würde jetzt sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns in dem Detail. Ich zeige euch kurz den Droll V2 Dröpfler. Jetzt wollte ich schon Klon sagen, es ist kein Klon. Dann werden wir unsere Space Coil schnell wickeln auf der Wickelhilfe. Das geht ratzifatzi. Werden uns den guten Jungen wattieren, das Liquid testen und dann uns nochmal das Akku-Ding anschauen von der Tube. So, natürlich zur Watte sage ich dann was im Detail, sonst wird das alles so ein bisschen zu lang. Der Nordmann wird einfach sagen, der Nordmann legt jetzt los und wir sehen uns unten in den Details und dann geht's weiter. Bleibt dran, bis gleich, ciao. So. Und damit herzlich willkommen in der Detailansicht. Hier haben wir schon mal unsere schöne Verpackung vom Droll von der Firma Votrofo in Stainless Steel, Scratch Coat. Ob es sich um ein Original handelt, Informationen, please go and sing up. Okay. The Troll. So, schauen wir mal hier rein. Hier kommt uns schon das Werkzeug entgegen, was wir natürlich dann auch benutzen, wenn wir unsere Coil einbauen wollen. Ja? Also das legen wir mal nebenhin, das brauchen wir definitiv. Hier haben wir ein kleines Drip-Tip mit Adapter, falls das große einem nicht so ganz dolle liegt. In dieser Verpackung haben wir nichts mehr Großes, außer eine kleine schwarze Tüte. Und hier sind nochmal Dichtungsringe drin. Ja, genau, ganz viele Dichtungsringe für unseren Droll, da fällt mir sogar schon eins raus. Ich glaube, es war sogar noch eine Tüte drin mit Watte und Coils, fertig Coils. So, das war auch schon die ganze Verpackung von dem Droll. Also da ist wirklich nicht viel drum, nicht viel dran, aber dieses Schiebetool, das finde ich schon cool gemacht hier. Ja? Und auch das Face finde ich richtig cool. Ne? So, Packung beiseite. Hier habe ich unseren Troll schon mal auf das Ohmmeter gesetzt. Die Hülse können wir hier abmachen. Seht ihr die große Airflow. Airflow kann man auch einstellen von Schlitzen zu Querbalken. Wir haben ein großes Delrin-Trip-Tip. Ja, wird mit zwei O-Ringen gehalten. Die Airflow an sich kann man auch nochmal den Airflow-Ring rausziehen. Ja, da, also reinigen kann man das Ding richtig, richtig gut. Richtig genial. Ja. So. Stellen wir das hier gerade mal wieder so ein. Machen wir das Mundstück wieder drauf. Hier haben wir auch die schöne Fratze drauf. Also ist eigentlich wunderbar gemacht. Unsere Base besteht aus einem Velocity Style Deck. Ist super einfach zu wickeln. Ich schraube den mal kurz hier runter. Hier sehen wir The Droll V2 von Votrofo. Ganz wichtig, Pluspol-Schraube einstellbar. Bei mechanischen Dampfen muss diese Pluspol-Schraube ein wenig vorstehen. Kommt der Akku hier ans Gewinde, gibt es einen kurzen, das wollen wir nicht. Also, erster Warnhinweis, Pluspolschraube vorstehen. Dann fürs mechanische Dampfen geeignet. Wenn nicht, bitte lasst es sein. Ja? Immer erst nach der Hardware und nach Verdampfern gucken und schauen, ob das auch funktioniert, ob das klappt. Ansonsten, wie gesagt, wenn man da irgendwie nicht weiterkommt, Fragen in den Foren bei uns, bei der CCB, bei The Nordman Vape. Hier kriegt man Antworten. So, hier habe ich schon mir mal meine Wickelhilfe und ein Stück Draht genommen. Wir wickeln heute die Coils auf Clapton Wire Kantal A1 NI80. Warum Nickel? Ganz einfach, wir wollen den Droll auf eine Tube setzen. Und Nickel springt sehr schnell an. So, 3,5, 3, 2, 5. Wir nehmen 2,5. 2,5 mm im Durchmesser für die Coil. Ja, und dann machen wir 1, 2, 3,
4. Und wie ihr seht, ich habe schon mal Abstände gelassen bei der Coil. Ja, drückt die zwar jetzt ein bisschen zusammen, aber wie ihr seht, ich habe schon beim Aufwickeln versucht, die Abstände gleich zu lassen. Und das ist diese sogenannte Spaced Coil. Die Micro Coil ist, wenn es komplett zusammengeschoben ist. Ja? So, dann nehme ich schon mal mit Hilfe meines Werkzeuges hier und mache schon mal zack, 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 zack. Hier die Seite auf. Und die gegenüberliegende Seite auf. So. Und dann tue ich mir schon die erste Coil, die ich hier habe, jetzt habe ich es sogar verkehrt rum. Also wenn man natürlich unten das Loch aufmacht, nimmt man auch unten, da wo die Coil nach unten weggeht, auch natürlich das Hole. Hält sich die Coil hier ran, zieht sich das ein bisschen hier zurecht. Ne? Muss keinen Schönheitspreis gewinnen. So. Ne? Will er oder will er nicht? So. Na, jetzt hat er doch gegriffen. Ist halt leider ein bisschen umständlich, weil ich mir die Kamera ein bisschen erhöhen muss. Sonst sieht man das hier halt kaum. So. Jetzt bin ich mir als so ein bisschen selbst im Weg. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. So. Jetzt habe ich mir die hier mal locker drauf gesetzt und auch festgeschraubt. Jetzt kann ich mir die ein bisschen nach hinten wegziehen. Ja? Und dann sieht man schon unsere schönen 4 Windungen. Und dann ziehen wir das jetzt einfach nochmal so nach. So. Vielleicht hätte ich auch eine schmalere Wickelhilfe nehmen können. Natürlich die Madenschrauben nicht so festknallen. Ne? Sonst haben wir da... So. Seht ihr? Unsere erste Space Coil. 4 Windungen mit einem Durchmesser von 2,5 mm. So, die Enden knipsen wir ab. Zack. Zack. Und schon haben wir die erste Coil drauf. Zack. Widerstand 0,49, das ist prima. Man will ja nicht zu tief kommen beim mechanischen Dampfen. Also bei der Tube müsste man es ein wenig bei dünneren Drähten, damit die überhaupt anspringen. Damit überhaupt irgendwas bei rumkommt. Aber bei diesem Draht, den ich hier verwende, mit dem Kantal, mit dem Nickel, die springt super schnell an, die Wicklung. Und da ist... Also da kann man nichts falsch machen, ja, mit dem Draht. Auch dann ist man auch mit der Ohmzahl im sicheren Bereich und auch mit der Errechnung dann von den Schutzamperen. Ne? So 1, 2, 3, 4. So. Dann halte ich mir das immer so schön hier fest und dann sieht man das halt schön. Ne, dass diese Abstände ziemlich gleich sind. Da muss man dann noch nicht mal mehr mit dem Schraubenzieher oder sowas rangehen und sich das, sage ich mal, zurechtfummeln. So, und zack, hier rein. Also das ist auch der Troll V2 mit 22 mm. Es gibt ihn auch nochmal mit 25 mm. Also ich finde diesen Tröpfler einfach nur genial. Ich habe da dran nichts auszusetzen an diesem Tröpfler. Und wie ihr seht, der Nordmann macht das auch nicht hier, wie ein Meister, sag ich mal,
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich hoffe, ihr könnt mir es verzeihen, dass ich immer mal wieder echt aus der Kamera verschwinde. Weil das ist echt mit immer noch ein bisschen nervig, dass ich mir das hier alles so ein bisschen zurechtbauen muss immer. Aber schau doch mal, hätte es der Nordmann gleich von der Seite gemacht, wäre es vielleicht schneller gewesen. Auch diese Coil ziehe ich mir auf meinen 2,5 mm auf der Wickelhefe ein Stück nach hinten. Ach Mensch, bleib doch hier. Alles immer so knapp bemessen hier beim Nordmann. So. Man hätte sogar noch etwas rausgehen können. Nee, das passt so. Sieht gut aus. Vielleicht noch ein Stückchen höher. So. Sieht eigentlich relativ gut aus. Ja. Sieht relativ gut aus. Man könnte die Keulen nur noch mal ein Stück zusammenschieben, damit die Abstände ungefähr gleich sind zu der anderen Keule. Man kann das auch, klar, wenn man das Werkzeug dazu da hat, klappt das einwandfrei. Wenn man sich das ein bisschen aufbiegt hier, so. Seht ihr? Und dann hat man eine schöne Space Coil hier drauf. Ich werde das hier jetzt nochmal ein bisschen zusammenschieben trotzdem. Trotz alledem. So. So. Wunderbar. Gefällt mir. Schöne, lockere, kleine Space Coil drauf auf dem Droll V2. Wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn ich echt mal aus dem Bild verschwinde. Oder zwischendrin mal die Kamera berühre, weil ich muss so dann doch ab und an mal an der Kamera vorbeischauen. Weil sonst wird das nichts. So. Zweite abgeknipst. Dritte Seite abgeknipst. So. Und jetzt müssten wir bei Dual Coil so bei 0,23 rauskommen. 2,6. Ach, ich vertue mich immer. Natürlich wird sich der Wert auch jetzt noch verändern. Upsala. Weil auf einer Box, beziehungsweise den werde ich euch auch noch vorstellen. Den IG von Geekvape. Bleibt bitte stehen, lieber IG. Wo ist jetzt meine Base? So. No Atomizer. Jetzt schauen wir mal, was unser Akkuträger sagt. 0,22 plus minus 0,5 ist immer drin beim Draht und 0,22 Ohm ist eigentlich recht gut. Wir gehen mal auf 50 Watt und dann seht ihr schon, wie schnell dieser Draht bei 50 Watt, zack, wie schnell der da ist. Ne? Also das ist schon Wahnsinn. Zack. Der glüht wahnsinnig schnell. Auch beim Ausglühen kann man sich dann nochmal von dieser Space Coil so ein bisschen auseinanderschieben, dass das ungefähr gleich aussieht. Ich sag immer, hübsch hässlich, aber den Sinn muss es ja bringen. Ne? So. Diese Space Coil glüht ordentlich. Ja, die glüht fantastisch bei 0,22 Ohm. Jetzt nehmen wir unseren Troll hier runter. Lassen den ein wenig auskühlen,
Weil Watte habe ich mir schon vorbereitet, selbst wenn wir jetzt hier das Ohmmeter nochmal anmachen. 2,7, ne? Also plus minus 0,5 ist immer drin. Watte habe ich mir schon vorbereitet. Ich nehme jetzt hier auch wieder meine sehr gute, liebevolle Mutschi-Watte. Ich mag die Mutschi-Watte, sie ist saugstark, sie schmeckt nicht chemisch. Kann euch nachher dann nochmal in der Total nochmal andere Watte zeigen, die mir von der CCB von zwei Kollegen, Members zur Verfügung gestellt wurde. Wo halt auch wirklich gesagt wurde, diese Watte kann man auch zum, also für Tröpfler benutzen. Aber hier meine Mutschi-Watte, mache ich mir meine Spitze, fädel die hier durch. Wenn sie denn möchte, ist der Vorführeffekt jetzt hier. So. Ist halt bei einer Space Coil auch immer etwas mühselig. Ja, jetzt hat sie verloren. Zack. Sie sollte schön fluffig durchgezogen werden. Auch bei einem Tröpfler. Weil ist die Watte zu eng, kann es natürlich dann auch mal zu einem Dry-Hit kommen, wenn man mal richtig schön kräftig dran zieht. Na? Ich verschwinde ja ewig aus der Kamera. Das kann es ja nicht sein. Das macht den Nordmann langsam richtig, richtig böse. Ich muss mir, glaube ich, das mal auf dem Tisch einzeichnen, wo hier meine Kamera ist und wo nicht. Ne? So, nehmen wir die andere Seite. So. Komm schon. Störrische Mutschi-Watte. So. Aber auch diese haben wir durch den Tröpfler durchbekommen, diese Seite. Ist mit den Space Coils klar, denke ich mal nicht so einfach, weil sie ja diese gewissen Abstände haben, so rum, bei der Space Coil, aber ich finde einfach, bei einer Space Coil springt die Tube einfach schneller an. Und jetzt hier Achtung, nicht bei einem Tröpfler direkt an der Base abschneiden, sondern die Hälfte. Und das reicht, weil das können wir uns dann schön unten reinlegen als Puffer für die richtig, richtig geile Liquid-Aufnahme, weil der Troll V2 hat einen richtig fetten Liquid-Tank hier unten. Also da passt ein bisschen was rein, da kann man schön tröpfeln. Und dann nehme ich hier einfach mal eine Keramikpinzette. Leg mir das unter die Coil. So. So. Hier auf der Seite war es vielleicht noch ein bisschen wenig. Und dann stopfe ich die mir so ein bisschen rund hier. Und von der Mitte raus wieder unter die Coil. Ja, bei beiden Seiten. So. Rund gestopft, so. So, das ist schon mal wunderbar. Was sagt das Ohmmeter? 0,27 wie vorher. Wir nehmen unser schönes Capella Glazed Donut und machen die Watte schon mal nass. Kann man richtig schön hier, seht ihr, wie ich das in dem Rinnsal hier reinlaufen lasse? Und die Mutschi-Watte, die zieht das richtig genial auf, ja, also das ist Wahnsinn. Selbst wenn auch ein bisschen was jetzt daneben kommt, das ist ja nicht schlimm, weil ich habe den Droll ja vorher gereinigt. Liquid tut den O-Ringen einfach nur gut. So. So, jetzt kann das nämlich schön ein bisschen einziehen hier. Dann hätten wir das ja eigentlich schon mal soweit fertig. Wir haben eine Space Coil gemacht. Zusammen ist jetzt nicht Nordmanns schönste, aber den Sinn muss es erbringen. Wir haben sie ausgeglüht. Kantal Nickel. Nickel springt auf einer Tube schnell an. A und O Pluspol muss vorstehen.
Wir setzen erst die Bass auf die Tube. Ja? Dann machen wir die Tube auf und geben dem guten Stück ein Akku. Akku bedeutet, ich nehme hier ein VTC5. 30 mAh Schutzschaltung. Ja? Diese dürfen nicht übertroffen werden, weil sonst wird es gefährlich. Wir haben, wenn dieser vollgeladen ist, 3,7 Volt. Immer von dem höchsten ausgehen, 3,7 Volt. Und wir haben eine Wicklung laut, nicht diesem Gerät. Nach dem Gerät gehe ich nur, sag ich mal, Pi mal Daumen. Ich nehme die Ohmzahl, die mir mein Akkuträger angezeigt hat. Also 0,22 Ohm. Ja? Die Rechnung werden wir gleich machen. Ich weiß, dass es passt, weil ich habe in meinem Tricktrank dieselbe Wicklung drin. Und wenn wir das drin haben, läuft das einwandfrei. Oh, und das riecht schon sehr, sehr gut nach Donut. Oh, das brutzelt richtig herrlich. Also wie ihr seht, das ist einfach Wahnsinn. Ja? Space Coil drauf gemacht, wir haben ihn wattiert. Und ja, plus immer nach unten, wo im Garsten Akku am Pluspol. Die V-God Elite, das ist jetzt zwar mein Klon, aber die hat die Entgasungslöcher unten mit am Taster. Ja, ansonsten sehen wir uns gleich nochmal in der Totalen, weil ich mache hier jetzt nochmal ein bisschen Liquid drauf. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen für euch. Ich hoffe, ihr konntet so weitgehend alles mitverfolgen, mitsehen. Ansonsten sollte ich zu krass aus der Kamera mal verschwunden sein, schreibt dem Nordmann das mal kurz in die Kommentare, dass ich das vielleicht mal irgendwie ein bisschen ändere. Ja? Und dann kriegen wir das schon beim nächsten Mal, bei den nächsten Malen definitiv besser hin. So, jetzt habe ich auch schon meinen Tröpfler hier drauf. Ich habe ihn zusammengebaut. Sieht gar nicht mal so unschick aus. Unschön, ne? Ich finde es geil. Alles klar. Haben wir das schon mal soweit? Also, wir sehen uns gleich mal in der Total. Bis gleich. Wow. Seht ihr? Willkommen und zurück in der Totalen. Space Coil. Zwar nicht die schönste, aber wir haben hier eine Space Coil drauf auf unserem Troll V2. Mit dem Capella Glazed Donut. Und ich muss wirklich, wirklich sagen, also ich glaube, man könnte es trinken. Glaube ich zumindest. Nein, kann man nicht. Lass das. Also, Faktum Verum, wie ihr seht, Dampfmenge enorm. Geschmack sensationell. Schmeckt wirklich wie ein richtig frischer Donut. Lecker. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf die Akkusicherheit. Ich habe es ja euch im Detail eben schon gesagt. Ohmwert, Voltwert des Akkus und Entgasungslöcher. Ganz wichtig. Muss man immer drauf achten. Auch bei mechanischen Trägern. Ja. Wir haben hier bei der V-God Elite Tube, das ist auch bei dem Original so, wir haben die Entgasungslöcher unten am Taster. Ja? Hier in diesem schwarzen Ring, jetzt seht ihr es schön, ja? diese kleinen Löcher, die entgasen den Akku, beziehungsweise dadurch kann er sich entgasen. Ich stelle das mal kurz nebenhin, weil wenn man den Taster unten drückt, kommt der Kontakt hier an unseren Pluspol. Und dieser Plastikring, der drückt sich quasi weg. Ja? Ich habe ja schon mal ein Video zu meiner Tube gemacht und man kann natürlich selbstverständlich diesen Taster hier einstellen. Ja? Weil ich habe ja gesagt, dass meine Tube immer mal so ein bisschen geeiert hat, tut sie nicht mehr. Weil man kann sie echt einstellen. Aber auch der Nordmann kann mal schief liegen. Ja? So, also Entgasungslöcher, Akku plus immer nach unten. Ja? Verdampfer, ob Tröpfler oder ein Tricktrank, immer drauf schauen, dass hier unten der Pluspol-Pin rausschaut.
Ja? Weil sonst riskiert ihr einen kurzen. Ne? Das will man nicht. Was habe ich noch hier stehen? Man nehme hier den Igel. Ne? Er steht zwar über, aber er ist nicht einstellbar, es ist ein Pin. Wobei, es könnte funktionieren. Ich will es aber nicht ausprobieren. Ich werde es auch nicht ausprobieren, weil das ist mir dann alles mal zu Joker. Also ich nehme wirklich die Geräte, jetzt bleibst du aber stehen. Ich nehme wirklich nur die Geräte, die dafür auch, sage ich mal, ja, ausgelegt nicht, aber ja, ausgelegt sind, aber die auch den Sicherheitsstandard mitbringen schon von Haus aus, so wie der Troll oder der Trickfang von Wigot, wo diese Pluspol-Schraube rausschaut und man kann sie einstellen. Ja, ansonsten, diese kleine Rechenformel, die ich da immer verfolge, die ist ganz einfach. Ja? Wir nehmen unsere Voltzahl immer von einem vollen Akku ausgehen, immer. Ja? Die 3,7 Volt, die ihr bei vollem Akku, bei voller Akkuleistung habt, die teilt ihr bitte durch die Ohmzahl, die euch euer geregelter Akkuträger anzeigt. Und bei mir waren es auf dem geregelten Akkuträger 0,22 Ohm. Ja? Wenn ich die teile, diese zwei Werte, komme ich auf 16, schlag dich tot, aufgerundet 17 Ampere. Das heißt, bis zu meiner 30 habe ich noch jede Menge Luft. Also, ich liege wirklich im sicheren Bereich. Das heißt, es kann so gut wie überhaupt nichts passieren. Ja? Und wenn ich dann diese 16, Wattstich, diesen Wert, dann wieder mal nehme, meiner Voltzahl bei vollgeladenem Akku, habe ich eine Ausgangsleistung von ca. 63 Watt. Ja? Natürlich kommt es dann auch auf den Draht drauf an. Was ist es für ein Draht? Ist es ein dicker Draht? Ist er träge? Muss ich die Tube lange drücken, bis er überhaupt mal glüht, bis er richtig heiß ist? Und deswegen benutze ich den Kanthal Nickel. Ich werde jetzt mir auch mal einen komplett Nickel zulegen. Vielleicht, oh, ich schläg's halt schon ab, weil das schmeckt echt gut. Also wie gesagt, ich werde mir nochmal einen kompletten Nickel holen, weil der wird dann wohl sofort glühen. Aber ich finde den Mix zwischen Kanthal und Nickel, also ich habe an dem Draht nichts auszusetzen. Ich finde es mega lecker. Ja? Und ja, das war eigentlich so das große Geheimnis. Wir haben ein super leckeres Donut Liquid von Capella. Wir haben den Drolf V2 in 22 mm Velocity Deck. Ist Geschmacksbombe hoch 10, kann ich jedem empfehlen. Eine Space Coil für eine Tube ist immer empfehlenswert von meiner Seite her. Ist einfach nachzubauen. Also wie ihr das jetzt gesehen habt, ich nehme ungefähr einen Abstand, ich messe das nicht ab, baue es ein und dann beim Einbauen sehe ich, okay, kann ich da noch was verschieben, kann ich nichts verschieben, ja, das ist dann jedem wirklich selbst überlassen. Da gibt es keine Regel für und da gibt es auch kein festgesetztes oder sowas, das macht man von sich aus. Ja? Benutzt habe ich Mutschi-Watte, die gibt es wirklich wie Sand am Meer in so riesen Beuteln. Ich mag Mutschi-Watte, weil die ist wirklich saugstark und mir schmeckt sie gut. Und ansonsten haben mir meine Kollegen von der CCB auch mal diese Watte hier zur Verfügung gestellt. Ich habe sie auch schon probiert. Sie ist am Anfang etwas träge von der Saugfähigkeit, aber ich habe sie hier in meinem Forgot Trick Trank drin. Ich kann es euch auch zeigen. Hier habe ich dieselbe Wicklung drauf, die wir jetzt auf dem Droll gemacht haben. Ja, auch Space Coil, wirklich keine hübsche. Aber es schmeckt gut, es dampft gut, erfüllt seinen Zweck. Ne? In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich konnte euch wieder mal einiges zeigen und ja, ein Daumen hoch wäre der Hammer, ein Abo, der Knaller. Ich grüße die Cloud Chaser Brotherhood, findet uns auf Facebook. Wenn ihr Fragen zu allen möglichen Sachen habt, stellt sie uns. Cloud Chaser Brotherhood, Feed the Nordman, ich grüße euch. Vape on, vape safe, vape Viking hard. Ne? In dem Sinne. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.